Grüezi miteinander, mein Name ist Marco Westphal von der Stierli Automobile AG in Zofingen und Sursee. Heute stellen wir euch den brandneuen Volvo C40 vor. Das Auto ist natürlich gedacht für Sommer und für den Winter. Jetzt ist gerade Winter und jetzt gehen wir den Schnee suchen. Ganz vergessen, bevor wir in den Schnee gehen, schauen wir jetzt noch das Design an. Schon beim Aufschliessen begrüßt euch der Volvo C40 mit dem brandneuen Pixel-LED-Scheinwerfer. Die 84 Pixel-LEDs sorgen dafür, dass die anderen Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden und gleichwohl die Strasse effizient hell ausgeleuchtet wird. Ganz neu beim Volvo C40 ist auch das Heck, das an ein Coupé erinnert. Und auch hier, wenn man aufschliesst, wird man schon mit einer kleinen Lichtschau begrüßt. Eine weitere Spezialität ist auch das brandneue Blinkerdesign. Die abfallende Seitenlinie unterstreicht das futuristische und sportliche Design des Autos. Und jetzt gehen wir zusammen Test fahren. Haben Sie auch schon mal davon geträumt, in einem Sportauto zu sitzen und den Speed zu erleben? Ja, das können Sie mit dem Volvo C40 genau auch. In nur 4,7 Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h. Geräuschlos Autofahren, von dem träumen auch ganz viele Leute. Dieser Traum geht jetzt in Erfüllung, denn trotz hoher Geschwindigkeiten hört man beim C40 nämlich fast gar nichts. Dank dem Allradantrieb ist das Fahren im Winter und auf Schnee überhaupt kein Problem. Halt, stopp Marco! Jetzt müssen wir über das Elektrische reden. Ein neuer vollelektrischer Volvo kann man natürlich nicht ohne den Recharge Man von der Stiegli präsentieren. Darum bin ich extra jetzt von der Piste gekommen, um die elektrischen Fakten zu präsentieren. Wie ihr seht, dort wo sich normalerweise der Motor befindet, haben wir jetzt ein bisschen Stauraum. Weil die zwei Motoren an 150 kW befinden sich unten am Fahrzeug. Der C40 wird von zwei leistungsstarken Motoren angetrieben. Einer befindet sich an der Vorderachse und einer an der Hinterachse. Mit der grossen Batterie kommt er so bis zu 440 km weit. Der 408 PS starke C40 lässt sich innerhalb 30 bis 40 Minuten auf 80% aufladen an der Schnellladestation. So, für mich geht es jetzt wieder weiter. Der Après-Ski ruft. Der Marco wird euch jetzt noch etwas über das Infotainment-System des C40 erzählen. Und ich wünsche eine gute Wintersaison. Wie der Stierli Recharge Man bereits erwähnt hat, hat das Auto ein super Infotainment-System. Und das schauen wir jetzt zusammen an. Mit der vollständigen Integration von Google Maps und Google Assist ist es ein Kinderspiel, Adressen und Ladestationen zu finden. Alle wichtigen Infotainment-Funktionen, die man heutzutage von einem modernen Fahrzeug erwartet, sind auf dem grossen Display dargestellt. Auch bei diesem vollelektrischen Volvo kommen die Updates over the air. Das heisst, das Auto macht Systemupdates ganz von alleine.